Coach, how important is it to forget about the Friday game? Yeah, we already have. We spoke about it right after the game. It wasn't something I wanted our players to dwell on. That's a hard rink to play in. It's small. You have to play a certain style. We didn't quite get the bounces we needed, especially goals at the end of the first and at the end of the second period really hurt us. But we had left that one behind by the time we got on the bus. Wir haben das Spiel hinter uns gelassen. Ich habe gesagt, wie wichtig ist es, so ein Spiel wie am Freitag in Schwenningen hinter sich zu lassen? Hat er gesagt, sehr wichtig. Wir haben das auch direkt, wir sind in den Bus eingestiegen, haben es vergessen. Wir müssen nach vorne gucken. Und es ist eine schwere Halle zu spielen. Das ist eine kleinere Eisfläche und da muss man anders spielen, als wir es getan haben. Wir haben da nicht entsprechend gespielt, wie wir es hätten müssen. So, let's talk about the tonight's game against Munich. In their building, it was an interesting game. Your team showed that they can come back when they push hard. Yeah, and you know what? I thought I actually just rewatched the game this morning, and we actually played a really, really good game. We had excellent chances. Munich bring speed and scoring, and I do think that's been a real trademark of our team, that even when down, we seem to be still in the game. So hopefully we're not in a position tonight where we have to come from behind. Im Spiel in München war es so, da hat die Mannschaft dann wirklich im letzten Drittel noch mal richtig Gas gegeben und hat gesagt, ja, das ist so, unser Team kann das. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gespielt. Ich habe mir das heute Morgen noch mal angeschaut. Wir haben dort gar nicht schlecht gespielt, hatten viele Chancen. Hinten raus dann wirklich hat die Mannschaft auch gezeigt, dass sie zurückkommen kann. Und das ist eine Qualität dieser Truppe. Are there going to be any changes? Because I thought there were a couple of injuries after the game in Schwenningen. Yeah, we've got a number of guys banged up. Tommy Kunackel, Ryan McGinnis and Toby Fowler all won't play tonight, and we'll get some updates out to our fans as soon as we know a little bit more in depth about their injuries. Also man weiß noch gar nicht, was die Jungs haben. Man hat ja gesehen im Spiel in Schwenningen, dass da ein paar Jungs sich verletzt hatten, nicht mehr aufs Eis gekommen sind. Kühnhackl, McGinnis und auch Toby Fowler wird heute nicht spielen. Also man muss schauen, was die genau haben. Er sagt, die Fans werden dann schon noch dann mitbekommen oder wir werden das kommunizieren, was die Jungs haben. Momentan kann man dazu noch nicht sagen. Last question, Coach. What's going to be important for this game? Well, start on time. We want to have a really strong start, obviously, and then sustain that right through 60 minutes. We're going to have to be quick with our brains. Munich plays a very, very quick game, similar to ours, but I expect a real good hockey game here. Er erwartet ein gutes Spiel. Wichtig wird sein, dass man gut startet, dass man hier auch nicht von hinten wieder kommen muss, sondern dass man einfach gut startet. München wird sehr viel Speed auch ins Spiel reinbringen. Also es wird ein gutes Eishockeyspiel, erwartet der Coach. Have a good game. Great.